Hallo zusammen, einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zurück zu Python mal wieder, eine weitere Runde. Und zwar geht es heute um Queues. Queues sind was mega cooles und was sehr, sehr praktisches, wenn man Multithreading betreibt. Denn eine Queue ist normalerweise Multithreading sicher. So auch die Queues. Achtung, wir behandeln hier Python 3 und wir nehmen natürlich das Modul Queue. Que. Und schon falsch geschrieben. Ich meine natürlich das hier, ja. Kleingeschrieben. Genau, eine Queue ist eine Schlange, zu Deutsch, also eine Warteschlange und meint sowas Ähnliches wie eine Liste. Es gibt mehrere Arten von Queues. Im Endeffekt ist eine Queue eine etwas geilere Liste, wenn man so möchte, aber keine normale Liste wie in Python eben. Wie gesagt, Multithreading sicher, werden wir uns auch noch gleich angucken. Und es gibt ein paar verschiedene Arten und die wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Generell ist das Vorgehen immer sehr, sehr simpel. Also ich mache jetzt mal alles ohne Multithreading, sodass wir auch was zu sehen haben. Und es ist wirklich eigentlich ein sehr einfaches Verhalten. Das heißt, man kann hier sagen, ich erstelle mir eine neue Queue als Queue. So, und jetzt nehmen wir mal die normale Queue zuerst, also hier eine Queue. Und das ist ein ganz normales Objekt. Das heißt, ihr müsst hier schon einen Konstruktor verwenden, ganz normal. Dazu kommen wir gleich noch, was man da alles Spezielles machen kann. Jetzt sage ich hier for i in range, damit wir so mal ein Gefühl für diese Queues kriegen, i in range 10, wollen wir queue. Und jetzt, paar wichtigsten Methoden sind eigentlich queue.put. Hier kann ich ein Item angeben, mein Item wird in dem Fall i sein. Und dann habe ich meine Queue fertig und dann kann ich hier wieder sagen for i in range 10, das ist zu viel, q.get. So, und was mache ich damit? Naja, ich gebe das Ding einfach mal aus. Okay, und ja, dann lass uns doch einfach mal kurz gucken, was das tut. So, also wir sehen hier einfach 0 bis 9. Okay, das heißt, das verhält sich wie eine gewöhnliche Liste. Warum sollte ich dann also eine Queue benutzen, statt zum Beispiel einer normalen Liste? Werden wir gleich klären. Wie gesagt, wir haben hier auch die Möglichkeit, deutlich geilere Sachen zu machen. Ich möchte nur mal ganz kurz vorher zeigen, was es eben für Queues gibt. Das ist eine sogenannte FIFO-Queue. Ich schreibe das mal hier rein kurz. FIFO, das steht für First In, First Out. Das heißt, das, was ich zuerst reinstecke, wird auch zuerst rausgenommen. Also ihr könnt euch das Ganze eben so vorstellen. Hier haben wir jetzt die Zahlen 0 bis 9 da reingesteckt. Und also wir haben 0 natürlich als erstes reingesteckt, also kommt 0 als erstes auch wieder raus. Anders ist es, wenn wir sagen, Q ist eigentlich eine Q.LIFO-Q. Eine LIFO-Q funktioniert nämlich genau andersrum und das zeige ich euch einfach mal. Hier sehen wir, also wir stecken immer noch gleich rein, das heißt wir sagen hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 werden reingesteckt, aber raus kommen die genau in der anderen Reihenfolge. Das heißt, wir haben hier eben die Zahlen 9 bis 0. Das ist eine LIFO-Q, last in, first out. Also ich schreibe das auch mal gerade hier hin, last in, first out. Genau. LIFO steckt hier schon im Namen. Das ist nicht der Default, wie ihr sehen könnt. Normalerweise nimmt man immer FIFO-Queues, aber manchmal macht es auch Sinn, eine LIFO-Queue zu verwenden. Eigentlich ist es schon so ein bisschen egal, also in den meisten Fällen. Eine bisschen speziellere Queue ist eine Priority-Queue. Das heißt, wir können hier auch sagen, Queue ist gleich Queue.PriorityQueue. Und hier habe ich jetzt noch so ein bisschen mehr, was ich machen muss. Ich habe nämlich eine Priorität, die ich irgendwie angeben muss. Normalerweise macht man dann hier nicht nur ein einzelnes Element rein, sondern eben hier eine Priorität, Komma, also Priorität, Komma i. Und Priorität könnte jetzt in unserem Fall hier sein, ich kopiere mir das jetzt einfach mal. Priorität gleich, zum Beispiel 2. Und dann kann ich vielleicht irgendwann sagen, ich könnte einfach hier zum Beispiel i modulo 3 nehmen. Dann hätte ich hier eine Priorität. Okay, wir gucken mal ganz kurz. So, wir sehen jetzt hier, ich habe erstmal die 0 hier. Also
Ich habe hier im Endeffekt die Priorität angegeben, hier als Priorität, und dann habe ich das Data-Item. Das kann auch übrigens eine Klasse sein oder völlig was anderes, das ist völlig egal, das muss kein Integer sein. Hier kann reingesteckt werden, was ihr wollt. Und wenn ich jetzt alle Items wieder gette, dann sehen wir hier, die werden geordnet, nämlich nach der Priorität. Das heißt, ich habe hier eben Items mit der Priorität 0, sind unglaublich wichtig, die werden als allererstes gegettet. Items mit der Priorität 1 sind nicht ganz so wichtig und Items mit der Priorität 2 sind sehr, sehr unwichtig eigentlich. Das heißt, die kommen als letztes raus. Und da ich hier Modulo 3 gemacht habe, gibt es nur von 0 bis 2. Ihr könnt natürlich hier Zahlen reinmachen, so viel ihr wollt. 0 wird immer die höchste Priorität hier sein und dann eben 1, 2 und 3. Ja, genau. Das heißt, je niedriger die Priorität, desto wichtiger im Endeffekt. Okay. Das ist so ein bisschen die drei Typen von Queues, die es jetzt hier in dem Modul gibt. Es gibt aber noch deutlich mehr Funktionalitäten. Die Simple Queue stelle ich euch jetzt nicht vor, die ist nämlich komplett unnötig. Da könnt ihr eigentlich auch gleich eine Liste nehmen oder eine normale Queue, das kann man sich sparen. Was jetzt hier allerdings cool ist, ist, dass das Ganze eben multi-threaded safe ist. Und das ist schon was ziemlich Besonderes. Da möchte ich einmal ganz kurz drauf eingehen, was das genau bedeutet. Bei Multithreading kann es ja passieren, dass sich die Threads so ein bisschen gegenseitig überholen können. Das hatten wir ja schon in den Multithreading-Videos. Schaut euch die bitte auch nochmal ganz genau an, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was Multithreading eigentlich ist. Also speziell hier das Modul Threading, das solltet ihr kennen. Für das, was jetzt kommt, ansonsten einfach mal vorbeigucken. Und ja, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, mehrere, ja, ich mache das einfach mal auf einer Liste gerade vor, was dann passiert. Wobei, nein, das sprengt, glaube ich, den Rahmen so ein bisschen. Habe ich eigentlich auch schon alles erzählt. Es kann passieren, dass, wenn ich jetzt hier sage, einfach jeder Thread soll die Zahl 0 bis 10 ausgeben, 0 bis 9 ausgeben, dann kann es halt passieren, dass es manchmal vorkommt 0, 0, 0 und dann kommt hier schon eine 1, 1, dann kommt wieder eine 0 und so weiter und so fort. Das kann halt passieren. Die sind nicht irgendwie sicher, oder es ist nicht sicher, dass die auch wirklich in einer Reihenfolge ausgeführt werden. Das ist auch in den meisten Fällen sinnvoll so, weil die laufen halt gleichzeitig auf unserer Hardware, auf unserer CPU. Und ja, da kann es halt mal vorkommen, dass der eine Thread halt ein bisschen schneller ist als der andere, weil vielleicht gerade unser Betriebssystem noch irgendwas im Hintergrund machen muss oder sowas. Das heißt, wir haben hier schon so ein paar Threads, die gleichzeitig laufen. Macht auch nichts, wenn ihr jetzt zum Beispiel an euren Browser denkt, es können ja mehrere Tabs gleichzeitig laufen, stört, glaube ich, niemanden. Problematisch wird es aber, wenn die auf irgendwie geteilte Objekte zugreifen. Das heißt, wenn die irgendwas erledigen sollen und ja, man möchte natürlich nicht. Also sagen wir mal, ihr habt irgendwie mehrere Downloads, die gestartet werden müssen. Zum Beispiel 5 Stück auf einmal. Dann wäre es natürlich Unfug, eine Datei zweimal runterzuladen. Und deswegen gibt es eben diese Queues und die sind thread safe. Also vor allem dieses Put und dieses Get sind eben thread-safe. Ich gehe jetzt hier mal wieder ein Stückchen zurück und nehme eine normale Queue, weil die reicht auch in den allermeisten Fällen aus. Ihr könnt natürlich hier auch eure Priority-Queue benutzen. Für die LIFO-Queue habe ich jetzt nicht so unbedingt viele Verwendungszwecke. Und die Priority-Queue macht das Ganze ein bisschen komplexer. Deswegen würde ich jetzt hier mal wieder ganz klassisch auf die Queue zurückgehen. So. Und ja, jetzt schreiben wir uns hier mal ein paar weitere Funktionen. Einfach mal sowas wie do work und das nimmt mir ein Item aus, ja, ich sollte vielleicht die Funktion definieren, das nimmt mir ein Item ab und hier wird einfach nichts weiteres gemacht. Print ist übrigens nicht thread safe, werden wir auch gleich sehen, und gibt das Item einfach aus. So, das ist das, was später unsere Threads tun werden. Und dann wollen wir natürlich noch die Worker an sich definieren. Das müssen wir machen. Das ist das, also DoWork ist im Endeffekt das, was mit dem Item gemacht werden soll. Das kann hier sehr, sehr komplex werden. Irgendwelche Berechnungen ausführen oder sonst irgendwas. Während Worker ist sozusagen der Wrapper für DoWork. Der ist einfach dafür da als Einsprungpunkt für die Threads. So geht man dann normalerweise eigentlich auch immer vor. Und bei den Queues hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen etabliert. Man macht das einfach in der While-True-Schleife. Das heißt, man lässt jeden Worker unendlich viele Objekte abarbeiten, bis eben die Queue leer ist. Das heißt, wir sagen hier Item, achso, halt davor sollte ich vielleicht die Queue definieren. Item ist gleich die Queue.get und das ist dann einfach unser Item. Und wenn das Item jetzt hier, wenn das None ist, dann brechen wir ab und sind quasi dann fertig.
Ansonsten machen wir Work mit dem Item. Das heißt, wir sagen hier Do Work Item. Und dann, und jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Funktion von Queues. Ihr könnt der Queue sagen, dass ihr dieses Item jetzt langsam mal fertig bearbeitet habt. Das heißt, wenn wir hier Do Work fertig haben, innerhalb dieses Threads, auf diesem Item, dann können wir hier sagen, Queue.task done. Und mehr braucht das hier nicht. Das muss nicht irgendwie noch das Item beinhalten oder sonst irgendwas. Ihr sagt einfach der Queue, dass ihr jetzt gerade mal fertig seid. Das ist ein interner Counter sozusagen. Und die Queue zählt mit, wie viele Aufgaben habe ich denn noch? Wie viele Aufgaben verwalte ich eigentlich gerade? Und wenn alle Aufgaben fertig sind, weil ihr könnt ja beliebig viele Threads hier haben. Ihr könnt einen Thread haben, ihr könnt zwei haben. Ihr könnt aber auch 100 haben, völlig egal. Wobei 100 teilweise von der Hardware schwierig wird, aber egal. Ihr könnt auf jeden Fall ein paar Threads haben, aber die müssen nicht irgendwie mit der Menge an Items in der Queue zusammenhängen. Und deswegen hat die so einen internen Counter, dass eben diese Elemente runtergezählt werden, wenn man Task dann sagt und wenn man ein neues Element einfügt, wird der Counter eben hochgezählt. Und wenn der Counter auf 0 ist, dann gilt die Liste als abgearbeitet, während wenn sie eben nicht runtergezählt wurde, dann gilt die Liste als noch nicht ganz fertig. Okay. So, und jetzt können wir hier eben zum Beispiel sagen, wir sind hier durch. Also das ist alles, was dieser Worker tun soll. Er nimmt sich einfach ein neues Item, bearbeitet das und sagt der Queue, dass er fertig ist. Und das letzte Item, das soll hier eben ein None sein. Genau. So, und jetzt kann ich hier einfach hergehen und kann sagen, ich erstelle mir ein paar Threads. Also Threads ist gleich, das ist einfach eine ganz normale Liste. Die wird auch nur in unserem Main Thread hier benutzt. Und kann hier dann eben hergehen und sagen, for i in range number of workers, die ich natürlich noch definieren muss. Num workers ist gleich 4. Also es macht Sinn, bis zu 8 Workern hochzugehen. Arg viel mehr macht auf meiner Hardware zum Beispiel nicht Sinn. Es kommt immer auf die Hardware drauf an, wie viele Kerne ihr habt auf eurer CPU, also auf eurem Prozessor, und wie viele gleichzeitige Threads erlaubt werden. Bei mir sind es 4 Kerne und ich kann gleichzeitig 2 Threads pro Kern laufen lassen. Sprich, ich habe insgesamt die Möglichkeit, 8 Threads gleichzeitig laufen zu lassen. Also kann ich hier bis zu 8 Workern sinnvoll erstellen. Man kann natürlich auch weniger machen, man kann auch mehr machen, aber die wechseln sich dann halt tatsächlich ab. Also es gibt ja permanent sehr, sehr viele Prozesse und Threads, die laufen auf der CPU oder auf eurem Betriebssystem gleichzeitig, die wechseln sich einfach ab. Also zum Beispiel mein Aufnahmeprogramm hat mindestens 2-3 Threads, während mein Desktop hat mindestens einen Thread. Ich habe Browser offen, der hat auch mindestens einen Thread gleichzeitig und das Programm wird dann auch noch ein paar haben. Deswegen, ja, also die wechseln sich schon ab, man kann da mehr machen. Man sollte es nur nicht übertreiben, es macht keinen Sinn, irgendwie 200 Threads oder sowas zu machen. Da reicht es dann irgendwann vom Speicher her nicht mehr auf der CPU und der sagt, sorry, aber ich bin jetzt gerade überlastet. Also so 8, manchmal auch irgendwie bis zu 20 Threads kann sinnvoll sein. Wenn man auf Grafikkarten geht, kann man auch mal ruhig auf 1000 gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Die laufen auf dem Prozessor. Okay. Dann erstellen wir hier einen neuen Thread, indem wir sagen threading.thread. Und das Target ist natürlich gleich hier Worker, diese Funktion Worker. Das ist das, was ausgeführt werden soll. Ohne Klammern. Achtung, das ist ganz wichtig. Weil sonst wird die Funktion ausgeführt. Und ihr braucht hier eine Funktion als Parameter. Das hatten wir aber schon mal geklärt. Dann starten wir den Thread natürlich und hängen den an unsere Liste an Threads dran. Genau, so. Okay, und das machen wir jetzt einfach so lange, bis wir eben hier die gewünschte Anzahl an Workern haben. Dann stecken wir hier ein paar Dinger rein. Die Threads können auch schon ruhig mal ein bisschen anlaufen. Das macht denen überhaupt nichts, weil die machen dann einfach hier while true. Und ja, das Item ist definitiv nicht none. Also, ja, fangen sie quasi wieder von vorne an, sozusagen die ganze Zeit. Wir putten da jetzt einfach mal die Zahlen bis 99 rein und das hier brauchen wir dann gar nicht mehr, weil das wird ja jetzt innerhalb des Workers gemacht. Und hier unten sagen wir jetzt einfach nur noch for i in range num workers. Wir müssen nämlich noch hier, for i in num workers. Genau, wir müssen hier nämlich noch sagen, wir wollen jeden dieser Threads auch beenden. Das heißt, wir brauchen für jeden dieser Threads einmal ein None. Sonst werden die nicht beendet. Und wir müssen hier sagen, q.putNone. Damit wir eben
in dem Fall 4, weil wir hier 4 Threads erstellen wollen, 4-mal None drin haben, damit jeder Thread einmal beendet werden kann. So, und dann sagen wir hier einfach, for t, eigentlich wollte ich t sagen, t in Threads, t.join. So, und damit warten wir mit unserem Hauptthread sozusagen, bis alle Worker wieder beendet sind. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal laufen hier. Und wir sehen, ja gut, ging sehr, sehr schnell, mehr oder weniger auch geordnet zu. Aber wir sehen hier 012 wurde gleichzeitig ausgegeben. Wir sehen, die Dinger sind definitiv nicht thread-safe hier gewesen. Die sind quasi, die ersten drei sind direkt durchgelaufen. Der vierte hat ein bisschen länger gebraucht, offensichtlich. Der fünfte hat dann wieder ein bisschen länger gebraucht. Hier hat mal einer zwischenzeitlich nochmal ein Leerzeichen abgegeben von den beiden hier oben, die keins hinterher hatten. Ja, und dann sehen wir hier, ist immer ein bisschen weitergelaufen. Hier unten kommt erst das andere Leerzeichen. Also 1 oder 2 oder 0, einer von den dreien hat eine New Line quasi nicht eingepackt oder rausgegeben gehabt. Und das ging tatsächlich so lange, bis eben Element 8 bearbeitet wurde. Das heißt, einer der ersten drei Threads musste hier eine Weile warten, was zum Beispiel an meinem Betriebssystem liegen kann. Und hier sehen wir auch wieder, es kann schon mal eine Weile zu Stau kommen sozusagen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Denn normalerweise sind diese Items hier, wie gesagt, Sachen, die man einfach gleichzeitig machen kann, die völlig egal sind. Und ja, was ich jetzt hier mir überlegt habe, ist, sucht euch hier einfach mal eine sinnvolle Aufgabe aus, implementiert den Code quasi selber, um das Ganze hier, um dieses Rahmenwerk, was ich jetzt geschrieben habe, zu ergänzen. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, sucht euch eine Seite und dort findet ihr einige Bilder zum Beispiel. Und diese Bilder, die könnt ihr runterladen. Das heißt, die Work, also das Item wäre dann zum Beispiel der Link zu einem Bild und die Do-Work wäre hier eben das Bild runterzuladen. Und damit könntet ihr das deutlich, deutlich schneller machen. Eine andere Aufgabe wäre für die Coding-Challenges einfach mal hier so eine Queue zu nutzen und vielleicht mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen zu lassen und die dann einfach parallel an den Server wieder zu schicken. Also das könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Das wäre so meine Aufgabe an euch, um ein bisschen Übung in die Sache reinzubringen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder alle dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!